Martin und Loris von Football for Bros. Wir senden hier live aus Sibirien. Minus 3 Grad. Es ist arschkalt, aber wir testen für euch heute den Adidas Glitch. Das wohl ja vielleicht zweitmeist diskutierteste Thema letztes Jahr, was Fußballschuhe angeht. Denn das Besondere, es gibt einen Innenschuh und ein Ski. Und ob das was taugt, klären wir jetzt. Let's go. Ich würde sagen, los geht's. Kurzer Disclaimer, Freunde. Mein rechter starker Fuß ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen schieße ich heute mit meinem schwachen linken. Please don't hate on me, aber Freistöße müssen sein. Besonderer Glitch ist, ihr könnt nicht einfach bei Adidas oder in irgendeinem Store reinspazieren und euch das Ding kaufen. Nein, ihr braucht die kostenlose Adidas Glitch App dafür und auch einen Code, um das Ganze dann zu kaufen. Den bekommt ihr bei uns am Ende des Videos. Das heißt, dranbleiben und wir gucken jetzt in die App mal rein. Ihr seht schon direkt, es zeigen sich Skins. Ihr könnt einfach hier drüber wischen, um euch die mal anzugucken. Oben seht ihr zwei Schuhe. Wenn ihr auf das linke klickt, kommt ihr zum Innenschuh. Da gibt es einmal den High-Cut und einmal den Low-Cut. Ich und Loris spielen den Low-Cut, aber ihr könnt natürlich ausprobieren, was euch gefällt. Das Interessante ist aber oben links, da könnt ihr nämlich Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise Material, Untergrund oder auch, ob ihr ein besonderes Pack haben wollt. Aber was ich ziemlich interessant finde, ist der Punkt Untergrund. Da gibt es nämlich FG oder auch SG. Da werden wir auch am Ende des Videos im Fazit nochmal genauer darauf eingehen. Wie gesagt, die App ist kostenlos, ihr könnt einfach mal reinschauen. Vielleicht ist ja auch ein Skin für euch dabei. So Freunde, wir haben uns jetzt folgende Mini-Challenge überlegt. Loris gegen mich, und zwar, ich bin Loris. Wer als erstes zwei Skins wechseln kann und einen neuen halt draufsetzen kann. Das Ganze wird gestoppt. Ich habe da halt geübt, dass ich Kanu gewinne. Ja, let's go. So Freunde, das Witzige ist dabei auch, bei minus 3 Grad frieren natürlich die Hände ein. Das heißt, es könnte ganz lustig werden. Ich stoppe jetzt die Zeit. 3, 2, 1, go! Oh, starker Start. Ich kontrolliere auch, ob die gut drin sind. Ne? Ja, okay. Ich mache mich bereit zum Stoppen. Oh, da hängt er. Stopp. 14, 1, 0. Mal schauen, ich habe halt keine Ahnung, ob es schnell war, aber es sah ganz gut aus. Ne? Zu meiner Verteidigung, ja. Oh, Ausreden. Ich habe mich, hör nicht auf. Der hat schon wieder so. Ich habe mich gestern beim Kochen geschnitten. Und das beim Daumen, Digga. Du weißt, der Daumen ist ein wichtiger Finger. Ich bin bereit. Das ist ein Dummkopf. Warte. Ich bin bereit. Ja, komm, ey. Was? Du hast einen Schluss. Beweis, Leute, 15, 8, 7, warte, ich zieh den Sieg! Unser Fazit möchte ich gerne damit beginnen, mit zwei Fragen, die man sich wahrscheinlich zum Glitch stellt. Und zwar erstens, leiert der Skin aus? Und zweitens, rutscht man im Schuh? Also zur Frage Nummer 1 würde ich sagen, ich war am Anfang auch skeptisch, aber er leiert nicht aus. Es wird perfekt, finde ich. Anfangs hatte ich auch Probleme beim Einstieg, die sich aber dann nach ein paar Mal tragen echt gelöst haben. Also man muss sagen, am Anfang ist es sogar ziemlich schwer reinzukommen, deswegen blute ich auch hier am Finger. Liegt halt auch daran, dass meine Finger komplett eingefroren sind. Also ich denke, im Sommer wird es nicht so krass sein. Aber der sitzt schon ziemlich eng an. Ich habe ja eher einen breiten Fuß. Bei manchen Skins merke ich es auch im Vorderfußbereich, dass es zu eng ist.
Man kann natürlich auch sagen, es gibt verschiedene Skin-Typen. Es gibt Leder, es gibt Synthetikmaterial. Auch die Stollen sind unterschiedlich. Genau, das ist, glaube ich, der größte Vorteil bei dem Glitch, würde ich sagen. Falls ihr oftmals wechseln müsst zwischen SG und FG Stollen, braucht ihr jetzt beim Glitch halt einfach nur ein anderes Skin anstatt zwei Paar Schuhe. Du nimmst keine zwei Paar Schuhe mit zum Spiel, du kannst vorm Spiel entscheiden, wenn es regnet, okay, ich ziehe doch lieber Schraubstollen an. Hier, zack, Skin raus, Schraubstollen rein und let's go. Ja. Los geht's. Rutscht man im Schuh, finde ich, gar nicht. Also ist mir jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Mir fällt es sogar ein bisschen mehr auf, wenn ich andere Paar Schuhe trage. Gefällt uns der Glitch, beziehungsweise lohnt es sich? Fangen wir vielleicht mal an. Okay, Digga, danke! Meiner Meinung nach lohnt sich der Glitch, wenn ich ehrlich bin. Ich war auch skeptisch, aber er sitzt. Er sieht geil aus, man kann das Design ja anpassen. Das ist direkt geil, nicht individuell, sondern es gibt ja so viele Möglichkeiten und so viele Farbkombinationen. Wie ihr vorhin gesehen habt. Aussehen top, Sitz top, Komfort top. Von mir kriegt er einen Daumen nach oben. Das freut mich. Also ich finde auch, er kann sich lohnen. Wir haben jetzt noch keinen Langzeittest gemacht, von daher weiß ich jetzt nicht, ob sich der Skin vielleicht doch dann irgendwann ausleiht, aber ich wäre schon enttäuscht, wenn er nicht mindestens eine Saison hält. Wie schon versprochen, wir haben einen Glitch-Code für euch vorbereitet, denn wie vorhin schon erwähnt, ihr könnt die Glitches ja nur über die App erhalten. Den Code blende ich jetzt hier mal unten ein. Schnell, aufschreiben! Aufschreiben, ganz schnell! Bevor wir aufhören, haben wir noch eine Neuigkeit für euch, denn wir wollen jetzt am Ende eines jeden Videos einen von euch grüßen. Wie das geht? Ich möchte meine Mama grüßen. Hallo Mama. Ihr hinterlasst einfach einen Kommentar mit dem Hashtag TeamF4W und dann könnt ihr vielleicht schon am Ende des nächsten Videos gegrüßt werden. Heute grüßen wir unsere Mutter, okay? Genau, Mama. Ich hab dich lieb. Mama, ich hab dich auch lieb. Wir sind raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.